Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich hänge in Dark Souls 3 immer noch beim namenlosen König. Es ist wieder ein paar Tage her. Ich muss mich hier auf jeden Fall kurz dran gewöhnen. Und ich muss kurz überlegen, ob ich irgendwelche Besonderheiten hatte. Nee, ich renne jetzt da einfach mal rein. Und das ist der erste Versuch seit ein paar Tagen. Ich habe mehr Elden Ring gespielt. Das heißt, Steuerung wird ein Thema sein. Die ersten Momente. Und da geht's auch schon los. Ja, perfekt. Paul, grüß dich. Hi. Kann es sein, dass das Spiel irgendwie, dass es hier ein bisschen laut ist? Von dem alle reden, dieser Dark Souls Streamer, von dem alle reden, das wäre mal was. Ich hoffe, dass ich ihn zügig besiegen kann jetzt. Ich werde jetzt 2-3 Ründchen brauchen, um einfach wieder reinzukommen. Werde jetzt hart auf die Fresse bekommen erstmal. Ja, vor allem wenn man nicht sieht, was hier los ist. Ich sehe nichts. Nee, ach. Einfach ein bisschen reinhacken. Ja, das wäre schön, wenn es einfach nur Hacken ist, wäre. Und nächste Runde. Was tut er? Irgendwas? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Okay. Gut.
Oh oh. Ah, das Saufen war jetzt unnötig. Mist. Autschi. Na, oh, stimmt, da kam ja bei 50% kam ja noch was Neues. Ich hab's schon wieder vergessen. Da kam ja noch was Neues. Aber das war schon kein schlechter Versuch. Ich glaube, die letzten Male war ich nicht ganz so weit gekommen. Oh Mann, ey. Ja, ich bin nicht so richtig fit irgendwie, ein bisschen müde. Ich weiß nicht, ob ich heute so viel quasseln kann. Ach, dass mich das trifft wieder, ne? Oh Gott, ey, die Kamera ist so der Horror bei dem Kampf, ne? Ah, dass ich da auch von seinem Brutzler getroffen werde. Och Mann, ey.
Direkt die Menschlichkeit verschwendet. Scheiße. Ja, wäre auch zu schön gewesen, wenn er im dritten Versuch kaputt gegangen wäre, ne? Ja. Ah. Shitty, shitty, shitty. Komm, lass mich jetzt einmal kurz vollsaufen, bitte. Lass mich einmal kurz vollsaufen. Scheiße. Fängt ja gut an wieder. Ich glaube, ich pfeife auf die Menschlichkeit. Das bringt eh nichts. Das heißt ja nicht mal Menschlichkeit. Glut. Die Glut. Ich habe noch eine. Weiß ich nicht. Miku, hi. Grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid. Okay. Lol. Okay. Sowas schon mal gehabt? Man kann hier im Tor stecken bleiben. Nice. Er greift nicht an. Er steht da und bewegt sich keinen Meter. Kannst ihn mit dem Bogen treffen. Wenn ich genug Pfeile hätte, wäre das bestimmt eine... Habe ich hierfür genug? Der Drachenreiterbogen? Ja. Voll mies jetzt. Ich sehe ihn nicht mal. Sind das die falschen Pfeile? Wenn das jetzt geht, ey. Aber ich starte dann neu. Du sagst hallo und es buggt, ja. Drachentöter, gewöhnlicher Pfeil. Giftpfeil, Mondlichtpfeil, keine Ahnung. Wo ist er ungefähr? Da. Wo fliegt mein Pfeil hin? Ich sehe es halt nicht.
Warte, vielleicht von hier drüben? Nee, auch nicht. Nee, ich kann ihn nicht treffen. Er kommt! Ah, er kann mich aber killen. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, dass ich da im Tor stecken geblieben bin. Habe ich auch noch nie gesehen, dass ich im Tor, im Boss-Tor stecken bleibe. Also das ist neu. Wie man einfach nichts sieht. Ich bin so überfordert mit dieser Kamera hier, ne? Lol, ich habe schwere Rollen, weil ich noch den Bogen drin habe. Ja, das ist natürlich geil. Einmal im Kampf die Ausrüstung wechseln. Nice. Oh, weg hier. Na. Oh, ich bin eigentlich schon am Rollen gewesen. Ist bekannt, der Bug, okay. Nice. So. So, mein Gutester. Wir beide wieder. Ah, ich hab gedrückt, ne? Ich hatte gedrückt. Eigentlich auch gefühlt genau im richtigen Moment. Oh, come on. Warum bin ich denn so aus dem Timing raus? Ich habe schon wieder gedrückt? Benutzen wohl manche, um Invader zu nerven. Okay, das kann man also tatsächlich richtig nutzen, diesen Bug. Abgefahren. Dann sorgt man irgendwie dafür, dass der Invader im Tor stecken bleibt, oder was? Nee. Ey, es ist so zum Kotzen, ne?
Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Come on. Ach, Scheiße. Okay, mein Tod. Es wird besser. Es wird besser. Wieder nicht gesehen. Ich probiere es mal mit einem Schild. Mal gucken. In der zweiten Phase.
Mal schauen, was passiert. Sie verstecken sich dort und sind für den Invader unerreichbar. Ist ja witzig. Ich hab schon wieder eigentlich gut gedrückt, aber... Ach, ich bin schon wieder einen Meter zu weit vorne gewesen, ey. Einen halben Meter. So. Ah, okay, also da geht einfach so viel Schaden durch, weil das halt so ein Blitzdings ist, ne, was er hat. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Lohnt sich, glaube ich, nicht, mir da jetzt neues Gameplay anzueignen. Könnte allerdings mal gucken, ob ich irgendwie rüstungstechnisch ein bisschen mehr auf Blitz gehen kann. Weil der hat Feuer. Das hier wäre Blitz. Des geflügelten Ritters wäre noch ein bisschen mehr Blitz. Und dann darf ich, glaube ich, nicht auf. Weiß gar nicht. Okay. 80 ist zu viel auf jeden Fall. Ah, ich bin zu schwer. LOL, da sind kleine Flügelchen drauf. Auf der Rüstung. Und warum bin ich so fett? Okay. Ah. Immer noch zu fett. Unter 70 kommen, oder? Nee, warte. Schauen wir mal, ob ich mit den Handschuhen irgendwo da... Gott, bin ich hässlich. Ach Gott, diese Flügelchen. Oh Mann. Ja, das macht auf jeden Fall weniger Schaden. Oh Gott.
Ach, Junge. So. Vielleicht überlebe ich einen Hit mehr, wenn er mich trifft. Ah, es ist nicht mehr ganz so... Nicht mehr ganz so schmerzhaft. Seval, grüß dich, hi. Ach, shit. Nicht gut. Verdammt. Honorem oder Honor. Ich sag einfach Honor. Grüß euch. Hey, schön, dass ihr alle am Start seid. Hi. Komme ich ja genau richtig für The Nameless King? Ja. An dem hänge ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Und danke für den Follow. Kam da ein Alert? Da kam schon ein Alert. Wahrscheinlich ist er im Kampfstress gerade untergegangen. Dankeschön. Ey, Miku, danke für dein Abo, Mann. Ja, die Alerts sind da, sie gehen nur ein bisschen im Lärm, im Kampfeslärm gehen sie unter. Ich sehe nichts. Ach, verdammt. Okay. Keine Ahnung, was gerade passiert. Hallo? Okay, gut. So. Der Sound ist heute ein bisschen lauter vom Spiel, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich dein Haustier gekillt, ne? Sorry. Aber hättest ja auch vorher runterkommen können, bevor ich dem Haustier den Gnadenstoß gebe. No, no. Na, verdammt. Ah, eine falsche Rolle. Eine falsche Rolle und man ist hinüber, ne? Puh. So ein geiler Boss. Ey, der Kampf ist cool. Mir gefällt auch die ganze Aufmachung hier. In der ersten Phase ist ziemlich nervig, dass das mit der Kamera so schwer funktioniert. Aber ansonsten
alles lesbar und gut erkennbar. Also den kann man gut bekämpfen. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie kompliziert ist. Man muss es nur, man darf es nur nicht verkacken halt, ne? Da hatte ich auch schon andere Momente. Hallo, ich sehe nichts. Okay, keine Ahnung. Ich wusste nicht, was passiert. Das hasse ich. Wenn man in dem Feuer so drin ist, dass er mich zweimal treffen kann mit einmal Feuerspeien. Das passiert nur, wenn man, glaube ich, direkt drunter steht. Nur dann passiert das. Das ist sehr ärgerlich. Dass die Iframes da nicht reichen. Den Vogel No-Hit. Ich glaube, ich hatte vorhin auch eine No-Hit-Vogel-Runde. Also der Vogel ist, das ist eigentlich recht einfach. Das Einzige, was nervt, ist halt die Kamera. Da, ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, was kommt. Ah, okay. Er speit Feuer. Schade. Seh nix. Ja, apropos Vogel No-Hit, ne? Mist. No! No! Nein! Stopp, hör auf! Lass mich einmal kurz laufen, bitte. Danke. So, jetzt können wir wieder. Ah, verdammt. Okay. Das war knapp. Mist. Da dachte ich kann zweimal. Oh, lucky. Mist. Oh, ich hab noch ein Fitzel. Mist. Weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Du hattest eine sehr lange Waffe, ja, dann. Meine ist jetzt auch nicht gerade kurz, ne, aber. Schade. Mist. Ah, ich wollte gerade ausweichen, ne? Sehr gut. Das passt. Damit kann ich leben. Sei gnädig, bitte.
Mist. Oh, okay. Gut. Ah, jetzt macht er wieder neue Sachen. Scheiße. Jetzt muss ich, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Das ist neu für mich hier jetzt. Mist. Ist er größer geworden? What the fuck? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Er ist größer geworden, oder? Wird er nach 50% ein bisschen größer? Ich glaube, er wird größer. Oh Mann, ey. Und dann muss ich ja erstmal bis dahin kommen, damit ich die neuen Angriffsmuster lernen kann. Nice try, dankeschön. Ja, die dritte Phase, genau, ja. Ich muss ja erstmal in die dritte Phase kommen, dass ich das überhaupt lernen kann. Das ist quasi der eigentliche Kampf. Ja, ist nicht der einzige Boss, bei dem das so ist, ne? Autschi. Thorsten, grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich sag's gerade nochmal. Freut mich. Ich weiß nicht, ob das war nix. Da hätte ich weglaufen müssen. Ich dachte, ich kann irgendwie unter ihm durch, aber er dreht sich einfach mit mir. Oh, ich lebe ja noch. Holy shit. ja. Okay. Diese Rüstung, die ich anhab, die ist auch einfach so geil. Sieht so doof aus. Aber sie hilft ein bisschen gegen die zweite Phase mit den Blitzen. Da halte ich ein bisschen mehr aus. Nicht viel, aber ein bisschen. Oh weh. Oh weh, Bluescreen. Hast du den Stopcode? Kommst du an den ran? Also ich kenne mich mit so einem Scheiß leider aus. Also so richtig aus. Wenn ihr Computerprobleme habt, können wir gerne einen Stream drüber machen. Dann kümmern wir uns um ein paar eurer Computerprobleme. Nix Bluescreen. Ach so. Einfach so. Ah, du lässt einfach so einen Test machen. Okay. Charakter mit ganz kleinem Kopf und dann die Rüstung ohne Helm. Klingt witzig. Oh, das musste ja jetzt sein, dass du plötzlich viermal sehr schnell zuhaust, ne? Beim Runtergehen. Du meinst beim Runterfahren? Ah, okay. Beim Runterfahren ploppt da was auf? Echt? Das kenne ich gar nicht. Na gut, ich
Ja, Autokorrektur passt. Gibt's noch eine bessere, dass man wie ein Michelin-Männchen aussieht? Okay. Da siehst du mal. Gerade sage ich, ich kenne mich mit so einem Scheiß zu gut aus. Und dann sage ich dir, ich kenne irgendeinen Code, den du da hast, nicht, ne? Aber so ist das bei Computern. Man kann nicht jeden Fehler kennen, selbst wenn man so einen Scheiß gelernt hat. Probieren wir es nochmal mit Glut. Letzte Glut. Mist, ich check's immer noch nicht, was das tut hier. Okay, den zur Seite ausweichen. Ah, da wollte ich zu viel. Jep, auch da. Mist. Ah. Ja, Ausrufezeichen Discord müsste eigentlich funktionieren oder Ausrufezeichen DC. Ah, zu spät gerollt. Mist. So, jetzt haut er wieder so einen großen raus. Ach nee, von oben, okay. Ah, zu früh. Oh. Nicht gut. Da kommst halt auf meinen Server, da findest du ja dann auch mein Profil. Ja. Nice. Oh. Yes.
Ja. Dankeschön, Leute. Danke. Thorsten, passt. Ich guck's mir mal an. Stärksten Boss im Souls-Universum, echt? Puh. Laut Statistik, ja, echt? Soll irgendein Programm sein. Ich guck's mir mal an, offstream dann. Ah, nice. Leute. Oh, geil. Also ich hatte mehr Probleme beim Rauchritter aus Dark Souls 2 und den habe ich noch nicht gekillt. Hoppala. Titanitscholle, nice. Gibt's hier irgendwas Spannendes jetzt? Sollte ich mich hier einmal umgucken? Ja, vielleicht kurz die Tür aufmachen oder so, aber. Also den fand ich jetzt wirklich absolut okay, weil man alles gut erkennt. Also wie gesagt, Drachentöter. Nice, die Drachentöterrüstung, cool. Ich konnte alles gut erkennen. Er war gut lesbar. Die Attacken waren erkennbar. Man wusste, man hatte, man, die Zeitfenster waren erkennbar, wann man ausweichen muss. Man muss es halt ein bisschen üben. Aber dann kommt man da rein. Da bin ich mal kurz weg und du legst den. Gleich nochmal, bitte. Ja, RAM-Test schadet auf keinen Fall, Thorsten, richtig. Ah, Paul. Nein. Ah, Leute, 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 geil. Oh, ich hatte schon Angst, ne? Nachdem, wie es heute jetzt angefangen hat, hatte ich ein bisschen Angst, dass ich es nicht pack. Aber es ging ja dann gut. Wie viele DS3-Bosse hast du noch? Das war der letzte aus dem Hauptspiel. Wir gehen jetzt in die DLCs. Hauptspiel sind alle Bosse besiegt. Jetzt DLCs. Brauche ich noch mehr Leben? Weiß ich nicht. Stärke, Schaden mache ich eigentlich auch gut, ne? Ach komm, klatschen wir es in Leben, passt schon. Also Leute, machen wir das. Dein Lieblingsboss, okay, alles klar, Leute. Einen Moment, jetzt für die Leute, die neu sind, erschreckt euch nicht, es geht gleich weiter. Aber auf YouTube, die auf YouTube hier zugeschaltet haben und diesen wunderbaren Kill beobachtet haben. In der nächsten Folge geht's ins erste DLC. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.